Ja, hallo, mein Name ist Franziska Walter. Ich bin Flugbegleiterin und Purser hier bei der Eurowings an der Station Düsseldorf und ja, das Ganze jetzt schon seit knapp 5 Jahren. Heute möchte ich euch ganz kurz was darüber erzählen, was man denn am besten bei Flugangst machen kann. Ich werde viel privat gefragt oder auch von Passagieren, die einsteigen, die ängstlich sind. Also ganz wichtig, sagt uns immer direkt Bescheid, wenn ihr ängstlich seid, wenn ihr euch nicht so wohl an Bord fühlt. Dann haben wir ganz oft auch die Möglichkeit, dass ihr kurz ins Cockpit schauen könnt. Dann seht ihr, wer dort sitzt, wer euch fliegt, und man kann auch ein bisschen Vertrauen aufbauen und ist hier nicht ganz verloren in der Kabine alleine. Auch das ganz wichtig, nehmt euch am besten jemanden mit, wenn ihr fliegt. Das beruhigt ein bisschen die Nerven, dann kann jemand ein bisschen Händchen halten. Versucht euch abzulenken, am besten mit Kopfhörern, mit eurer Lieblingsmusik oder auch mit einer Zeitung oder einem Buch. Und ja, was auch immer hilft, setzt euch vorne in die Kabine und nicht ganz hinten hin, denn dann hat man eben nicht so diesen ganzen langen Schlauch vor sich, sondern ja, sieht möglichst wenig von der Kabine und von den anderen Passagieren um sich rum. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich immer jederzeit gerne bei uns an Bord stellen. Wenn es die Zeit erlaubt, dann beantworten wir diese vor Ort natürlich immer gerne. Oder ansonsten auch einfach hier unten in den Kommentaren. Und ja, dann freuen wir uns darauf, euch bald bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut!